Herzlich willkommen wieder zu unserem Pressetalk Andruck auf TV Berlin, Potsdam 1. Das ist der Hauptstadtsender in Berlin für die Hauptstadt Potsdam. Future TV in Baden-Württemberg und Hamburg 1. Herzlich willkommen. Wir diskutieren heute über die Frage, kann eine junge Frau einen alten Mann vom Weißen Haus fernhalten? Schafft es Kamala Harris, den alten Donald Trump daran zu hindern, ins Weiße Haus wieder einzuziehen? Das ist die große Frage, die nicht nur Amerika befähigt, sondern uns in Deutschland und Europa auch. Denn was bedeutet das, wenn Kamala Harris Präsidentin wird, die erste Frau in diesem Amte? Oder was bedeutet es, wenn Donald Trump wieder Präsident wird? Dann müssen wir ein bisschen zittern. Ob und wie viel wir zittern müssen, das will ich heute bereden in unserer Runde mit Thomas Nils, Ex-Korrespondent der ARD in New York und ein Nahost- und Amerika-Kenner. Herzlich willkommen. Der einzige echte Amerikaner in unserer Runde ist geboren in Arizona und ein amerikanischer Staatsbürger ist Matthew Kanitschnik, arbeitet für das Politmagazin Politico. Das ist so ähnlich wie der Spiegel. Nur besser. Musste gesagt werden. Und Christine Dankbar, Politikchefin der Frankfurter Rundschau. Herzlich willkommen. Was passiert denn nun? Hat Kamala Harris überhaupt eine Chance gegen das Großmaul Donald Trump? Ich denke schon. Also ich denke, dass ihre Chance, was man jetzt so sieht, wobei man das natürlich immer in Rechnung stellen muss, dass der Wahlkampf noch eine Weile dauern wird. Aber der Anfang jetzt war ja doch ganz vielversprechend. Man hatte den Eindruck, dass bei den Demokraten so ein gewisser Ruck durchgeht. Also was man jetzt zum Beispiel, was man hier mitbekommt, weiß jetzt nicht so genau, wie es vor Ort ist, aber den Eindruck hatte man doch stark. Umfragen zeigen sie knapp vor Trump. Das sieht so aus, als ob man ihr da jetzt schon mehr zutraut als Joe Biden. Und ich denke mir, dass das jetzt erstmal eine Verbesserung ist. Also der Wettbewerb ist jetzt, glaube ich, etwas offener und günstiger für die Demokraten, als das mit Joe Biden vorher der Fall war. Ich habe gut im Ohr, dass als sie nur Vizepräsidentin war, was sie ja noch immer ist, ja, da hat man gesagt, das ist nicht so was Tolles. Da hätten wir besser vielleicht jemand anders gehabt. Jetzt, wo sie Kandidatin ist, wird sie in den Himmel gehoben. Und sie kann alles, sie weiß alles, sie ist die Beste. Was passiert da? Wie ist sie denn wirklich? Das werden wir in den nächsten Monaten erfahren. Und deswegen gibt es ja auch Wahlkämpfe. Und das fand ich immer ein bisschen kühn, vorher zu sagen, also die taugt nichts, das wird eine Katastrophe sein. Das haben viele im Vorfeld behauptet, dass sie überhaupt nicht geeignet wäre, anhand vieler Umfragen, die gezeigt haben, dass sie eigentlich kaum besser abschneidet als Biden. Aber deswegen haben wir den Wahlkampf. Wir werden sehen, ob sie sich behaupten kann. In den ersten Tagen hat sie viele beeindruckt, also ohne Zweifel. Die hat ja vor allem die Jugend mobilisieren können, auch die Schwarzen im Lande und viele, die halt ein bisschen ambivalent gegenüber Biden waren. Also es werden jetzt, glaube ich, eine neue Energie in den Wahlkampf, es wird eine neue Energie in den Wahlkampf kommen, die durchaus ausschlaggebend für das Ergebnis sein könnte. Wie ist denn das Prozedere, wenn ich Ihnen diese Frage noch stellen darf? Da gibt es jetzt einen Parteitag der Demokraten, der ist jetzt in 2-3 Wochen. Ja. Und dann wird sie offiziell nominiert. Gegenkandidaten gibt es nicht. Und dann ist sie die offizielle Kandidatin der Demokraten und muss Herrn Trump in einem Gesicht zu der Face-to-Face-Wahlkampf am 5. November schlagen. Richtig? So ist es. Also die Delegierten, die sich Biden der Treue geschworen haben, werden jetzt zu ihr wechseln. Kann man mit davon, den Dollars, die sie Biden gesammelt hatten. Genau, ja, genau mit dem Geld, wobei sie ja auch in den ersten Tagen erstaunlicherweise über 100 Millionen Dollar einsammeln konnte. Das ist, glaube ich, ein Rekord für einen Präsidentschaftskandidaten oder Kandidatin. Sie wird ja auch ja ihre Entscheidung für die Vizepräsidentin oder Vizepräsident machen. Das wird ja auch ein sehr wichtiges Kapitel in diesem kurzen Wahlkampf. Da kommen wir drauf zurück, Wahlkampf. Da haben Sie immer ein ganzes Kaleidoskop von Namen. Ich erinnere mich vor 4 Jahren an Pete Buttigieg. Und der ist noch immer dabei, der ist noch immer im Rennen. Ja. Kommen wir gleich drauf zurück. Da werde ich dann doch recht behalten. Aber schauen wir mal. Thomas Nils. Ja, ich wollte gerade ergänzen, dass die gute Frau Harris ja gar nicht so aus dem angeblichen Schattendasein heraustreten durfte, nach dem, was ich so von Amerika in Erinnerung habe, weil man dem Chef, also dem
jeweils regierenden Präsidenten nicht die Butter vom Brot nehmen soll und will, als Vize, als zweitwichtigste, in dem Fall Politikerin des Landes. Deshalb hat sie sich wohl zurückgehalten und dann gab es, so hört man und so hat man es auch selbst ein bisschen erlebt, natürlich auch Bereiche, wo sie nicht ganz so stark ist wie in anderen. Also sie ist ja nun mal nicht nur Politikerin und Politikwissenschaftlerin, sondern auch Juristin und deshalb vielleicht nicht ganz so geübt in der Außenpolitik bisher. Und da hat sie sich dann sorgfältig zurückgehalten, bevor man was völlig Falsches sagt. Bisher. Und jetzt geht's los. Das hat der Kollege gerade schon dargestellt. Wissen wir denn überhaupt genug über die Frau Kamala Harris? Sie ist ja schwarz, sie ist Frau, ihre Mutter oder ihr Vater war Inder, ihre Mutter oder ihr Vater, weiß ich nicht genau, kam aus Jamaika. Und der Vater. Mutter aus Indien. Der Vater und die Mutter aus Indien. Das heißt, wissen wir etwas über ihre Jugend, wissen wir über ihre politische Erfahrung etwas, wer hat sie protegiert? Ja, man spricht immer, Obama hat seine Finger immer drin gehabt bei ihr. Wissen wir eigentlich genug über diese Frau? Naja, also ich denke, da werden wir jetzt umso mehr erfahren. Also das, was jetzt bekannt ist, ist, dass sie schon ziemlich ehrgeizig ist. Sie ist wohl in der Gegend aufgewachsen, wo sie mit dem sogenannten Busing in andere Stadt, wo schwarze Kinder oder nicht weiße Kinder oder People of Color in weiße Regionen gefahren werden, um dort auf die Schule zu gehen, hat dann aber an so ohne einer Weiße. Nein, um das zu mischen natürlich, sonst macht ja Bassin keinen Sinn, das ist ja klar. Nein, aber dann ist sie, ich weiß nicht, ich habe jetzt den Namen vergessen, aber auf so ein schwarzes Elite-Uni gegangen, um dann sozusagen das Gegenteil wieder zu erleben. Hat also eine sehr gute Ausbildung, ist juristisch, also sie ist Staatsanwältin gewesen. Deswegen hat und Justizministerin. Ja, genau, und hat deswegen ja gleich als erstes gesagt, sie kennt sich mit Typen wie Trump aus. Da war ja dann schon mal der Ton gesetzt, also ich glaube nicht, dass sie, also sie hat sich ja auch in vielen Dingen durchsetzen müssen und galt halt immer nicht so als die Charismatikerin. Also ist halt nicht jeder ein Politiker, der auf eine Babys küsst oder so. Das muss man auch nicht sein. Gerade wenn du dich als Frau durchgesetzt hast in so einer Domäne, dann wird er immer gleich als erstes, und das ist ja sofort vorgeworfen worden, dass sie kinderlos ist. Das wird einem ja dann immer, dann ist man wieder nicht Frau genug, wenn man da Karriere gemacht hat. Zeigt man das aber, ist man nicht Manns genug, um Karriere zu machen. Ich finde, das hat sie eigentlich ganz gut und sehr ehrgeizig absolviert, diese ganzen Geschichten. Und jetzt wenn man sie so sieht, die wirkt ja auch sehr, wenn sie dann so spontan lacht, prompt wird einem das angekreidet, dass sie zu laut lacht oder so. Das sind so Dinge, ich glaube, dass das, was die Dynamik in diesem Wahlkampf jetzt freisetzt wird, jetzt haben auf einmal überraschend und unangekündigt, zumindest überraschend, haben jetzt die Frauen in Amerika erfahren, Moment mal, das könnte jetzt ja doch eine Präsidentin geben zum ersten Mal. Ganz kurzfristig nur angesetzt und unter Umständen kann sie da aus dem Nichtwählerin-Potenzial noch schöpfen. Die Leute, die gesagt haben, also Joe Biden ist jetzt nicht so viel besser wie Trump, also kann er noch mal ein Potenzial entwickeln, also an Wählerschichten, an die Joe Biden nicht rangekommen wäre. Und man merkt auf einmal, dass Herr Trump ziemlich alt aussieht. Neben der Jungen, die ist ja 59, ja, jetzt aber geht natürlich als Jung. Jetzt ist er sogar der älteste Präsidentschaftskandidat aller Zeiten, also wo Biden nicht mehr im Rennen ist. Also dieses Gefälle zwischen ihr und ihm wird sehr wichtig sein, weil sie verkörpert die Zukunft, auch ja mit ihrer Biografie, mit dem Migrationshintergrund etc. Das ist etwas, was, glaube ich, viele Wählerschichten ja anspricht, vor allem die jungen Menschen, wie gesagt. Aber es ist ja nicht, dass sie ja keine Macken hat. Also die war ja Staatsanwältin, sie war ja auch Senatorin im Rennen um das Weiße Haus 2000. Hat sie Dinge gesagt, ja, die sie heute wahrscheinlich bereut. Sie war dezidiert gegen Fracking, also sie wäre eine gute deutsche Grüne oder so. Und sie wollte ja Krankenversicherung für alle haben. Ja, das sind also natürlich in Europa Selbstverständlichkeiten, aber bei den eher Konservativen in Amerika ist das... In Amerika, erklären Sie mal kurz, hat niemand eine gesetzliche Krankenversicherung? Naja, so manche haben eine gesetzliche inzwischen, aber das ist nicht so flächendeckend wie in Europa, sagen wir mal so. Und die wollte halt ja so ein ähnliches System haben, die wollte ja auch nicht, dass man so viel rotes Fleisch isst wie bislang und solche Dinge.
die für die alten weißen Männer wie uns ja, vielleicht nicht immer so erfreulich ist. Amerikanische Grüne, ja, ist das übertrieben? Die Kollegin Dankbar gerade so ein paar Sachen aufzählte, was eben in Frau Herre steckt, dachte ich an einen Kollegen, der auch Amerika gut kennt, der mir vor ein paar Tagen gesagt hat, ob das nicht zu viel ist, frage ich jetzt mal Sie und Sie, Frau und Schwarze, das ist vielleicht zu viel auf einmal. Und das ist ganz ernst gemeint, nach dem auch, was ich so in Erinnerung habe und kenne von Amerika. Man hat ja schon sich gewundert, dass ein schwarzer Präsident mit Obama mal gewählt wurde, aber nun auch noch eine Frau dazu. Jetzt frage ich wirklich mal die Frau und den Amerikaner bei uns, ist das zu viel möglicherweise für die Mehrheit der Wählerinnen und Wähler? Können wir das einschätzen, Frau Danker? Naja, also es wird darauf ankommen, da wissen Sie ja offensichtlich gut Bescheid mit dem Vizepräsidenten, mit dem sie dann antreten wird, den Kandidaten. Da wird sie wahrscheinlich klug wählen, so mehr so Richtung weißer Mann und nicht die gesamten Wähler zu verschrecken. Letztlich kommt es ja dann auch, wenn es direkt auf die Wahl drauf angeht, ich habe mir das gestern noch mal ganz kurz angeguckt, kommt es ja auch auf wenige Stimmen an, so mit den Swing States und so. Also sie muss ja jetzt nicht ganz Amerika von sich überzeugen, sondern in den entscheidenden Staaten, die Joe Biden Trump abgenommen hat, das nochmal bestätigen, um dann sozusagen den Wahlsieg einzufahren. Also letztlich muss sie dann halt einfach gucken, dass die eben sehr geschicktes Potenzial machen. Das macht ja Trump auch schon. J.D. Vance ist jetzt, glaube ich, auch schon in irgendwelchen Gegenden unterwegs, die Trump nochmal außen vor lässt. Da kommt es wahrscheinlich dann auch so ein bisschen aufs Team drauf an, um dann letztlich in einem Team zu überzeugen. Da fehlen 40.000 Stimmen. Ich finde es natürlich nicht zu viel. Vor 4 Jahren, vor 3 Jahren. Ja, oder vor 4, je nachdem, wo man... Für Trump, ja. Wobei wichtig wäre ja anzumerken, dass sogar Hillary Clinton mehr Stimmen bekommen hatte, ja, 2016 als Trump. Also ich glaube, dass, um auf Ihre Frage zurückzukommen, ich glaube, dass Kamala Harris durchaus also mehr Stimmen bekommen kann, aber es kommt ja natürlich auf diese Swing States aufgrund des Systems mit den sogenannten Electoral College, mit den Wahlmännern. Können Sie das mal kurz erklären? Das ist ein sehr kompliziertes System, aber es gibt eine Gewichtung je nach Bevölkerungsgröße eines Bundesstaates, und Bundesstaaten, die etwas mehr Leute haben wie Kalifornien, die bekommen mehr Wahlmänner und andere, die kleiner sind, weniger. Aber es kommt dann letztendlich ja auf die Gesamtzahl von Wahlmännern an, und man muss 270 Wahlmänner erreichen. Das ist also das Ziel von beiden Kandidatinnen. Und letztes Mal hat Biden knapp, glaube ich, drüber bekommen. Also es wird ja wieder einmal so knapp sein. Davon können wir ausgehen, und es geht dann letztendlich um diese sogenannten Swing States, die für den Sieg ja ausschlaggebend sein werden. Das sind ja vor allem 3, Wisconsin, Pennsylvania und Michigan. Ja, aber können wir wirklich davon ausgehen, dass es knapp ausgeht, oder kann es nicht sein, dass Frau Harris vorzieht von Trump, dass etwas geschieht, womit die Demoskopen jetzt nicht rechnen, aber bisher hatten sie auch keine Figur im Rennen, die schwarz war und Frau war. Aber die spielt jetzt mit. Ja? Wieso gehen wir alle davon aus, dass Trump vorne liegen wird? Ja, weil diese Gegenden, die sie gewinnen muss, das sind ja nicht unbedingt ja ihre Basiswähler. Ja? Also in diesem im mittleren Westen, im sogenannten Rust Belt, das sind Bundesstaaten, die früher halt starke Industrie hatten, die jetzt ein bisschen absteigenden Ast sind. Und dort muss sie gewinnen, und die Bevölkerung dort besteht ja aus weißen Amerikanern und nicht aus Leuten mit Eltern aus Jamaika und Indien, um es salopp zu sagen. Und es gibt für mein Gefühl eine klarere Alternative. Also ist ja nun etwas anderes, ob eine so temperamentvolle und jetzt aus der Reserve, aus der Kulisse kommende Frau kandidiert, die einiges hinter sich hat schon. Also sie war, ist ja gesagt worden, Justizministerin, Generalstaatsanwältin und Senatorin. Also sie ist ja eine fertige Politikerin. Und es ist etwas anderes, wenn der gegenüber dann ein Raufbold steht. Das ist Herr Trump ja sicherlich nach wie vor. Und wenn der dann
das wäre weniger, gegen einen noch älteren, besonneneren, aber auch nicht so inspirierenden Herrn Biden angetreten wäre. Das ist schon ein großer Unterschied und deshalb könnte ich mir vorstellen, dass eben dieser neue Wind, der da weht durch Frau Harris, auch den Niederschlag hat in den Urnen. Also gehen wir mal davon aus, sie würde gewinnen. Was würde sich, und da kommen wir mal auf Europa und Deutschland, was würde sich denn für uns ändern? Wenn Herr Trump Präsident werden würde, wieder einmal, dann können wir uns so ungefähr ausrechnen, was auf uns zukommt. Höhere Zölle, mehr Druck auf die NATO, vielleicht Austritt aus der NATO, mehr Geld für die Verteidigung, mehr Geld also für die Bundeswehr. Aber was passiert, wenn diese Frau Präsidentin wird? Welches Programm folgt sie denn? Können wir da beruhigt uns zurücklehnen als Deutsche und Europäer und sagen so, wir machen so weiter wie bisher, uns passiert schon nichts? Ich glaube, dass Deutschland und Europa sich schon lange nicht mehr zurücklehnen, an politischer Stelle sitzt und denkt, uns passiert schon nichts. Wir haben ja die transatlantischen Beziehungen und USA wacht über uns. Das ist nicht mehr der Fall in dem Sinne. Und das wird auch unter einer Präsidentschaft von Kamala Harris nicht anders werden, weil die hat ja immer noch, die erbt ja die gleichen Baustellen gewissermaßen, die ihr Vorgänger ihr dann hinterlässt. Und es ist natürlich die Auseinandersetzung mit China, Asien. Es gibt ganz andere Dinge, wo sich die USA noch engagieren werden. Natürlich wird das für die Ukraine ein bisschen unter Umständen ein bisschen schon sicherer sein, weil sie da natürlich die Linie von Joe Biden übernimmt, der ja klar an der Seite der Ukraine stand. Und wenn wir einen Präsident Trump hätten, also wenn Sie sagen, das kann man so ausrechnen, ich finde, den kann man gar nicht ausrechnen. Ich wüsste gar nicht, was er macht, wenn er es dann doch nicht geschafft hat, nach einem Tag, wie er ankündigt, den Krieg Ukraine-Russland zu beenden. Da würde ich mir jetzt gar nicht zutrauen, was ein Präsident Trump dann machen würde, so erratisch, wie er teilweise agiert. Kann man auch nicht vorstellen, dass er von einem Tag auf den anderen beispielsweise die Unterstützung der Ukraine sausen lassen würde. Aber es geht ja um die großen Linien der Außenpolitik. Und da ist es schon so, ich glaube, dass sich die Amerikaner da auch von den Deutschen, was jetzt Europa betrifft, größte Industrie oder größte Nation in Deutschland, so ein bisschen Leadership in Partnership so vorstellen, dass da auch ein bisschen mehr gemacht wird als vorsichtiges Abwarten und zu sagen, ja, die liefern ja auch keine Abrams, müssen ja auch nichts machen oder so. Also da muss, egal unter welcher Präsidentschaft, darf auf keinen Fall die Europa und Deutschland sich vorstellen, dass es jemals wieder so eine Phase gibt in absehbarer Zeit, wo man ganz beruhigt sein kann. Also unsere Politik wird anders werden, unsere Politik gegenüber den Amerikanern, wie sie wird im anderen Verhältnis Amerika zu Europa, das reden wir nach einer kurzen Denk- und Werbepause weiter, die wir jetzt machen. Und dann hat Matthew Kanitschnik vom Politico das Wort. Bis gleich. Zurück in Pressetalk Andruck und wir reden über die US-Wahlen. Es geht jetzt zur Sache. Ende oder im August wird Kamala Harris zur Vizepräsidentin offiziell auf dem Parteitag der Demokraten gekürt und am 5. November ist dann die Wahl zwischen Donald Trump und Kamala Harris. Wer wird der nächste US-Präsident oder die erste farbige US-Präsidentin? Kamala Harris oder kommt Herr Trump wieder? Und was bedeutet das für Europa und für Deutschland? Darüber haben wir vor der Werbepause geredet. Das heißt, wir müssen uns eigentlich gar nicht auf Wesentliches einstellen, denn auch eine neue Präsidentin, Kamala Harris, wird bei der Politik bleiben. Europa muss sich erstmal um sich selber kümmern. Richtig? Nein, also das haben wir ja auch unter Biden gesehen, also sagt man, ja. Aber ich glaube, richtig gespürt haben es die Europäer nicht, weil er ziemlich kulant war mit den Europäern und vor allem mit den Deutschen. Ich glaube, dass unter Harris würde sich das wahrscheinlich nicht so stark ändern. Allerdings würde Europa vielleicht nicht so im Mittelpunkt ihrer Außenpolitik stehen wie bei Biden, weil Biden war ein eingefleischter Transatlantiker. Er ist im Kalten Krieg groß geworden sozusagen und hat wirklich eine große Affinität für Europa und für die NATO vor allem gehabt. Und das sehe ich bei Harris weniger. Ja, sie würde wahrscheinlich eher Richtung Indo-Pazifik schauen, würde wahrscheinlich eher
ja, in andere Regionen schauen, die vielleicht weniger Aufmerksamkeit bekommen haben während der beiden Präsidentschaften. Und das bedeutet, was ich schon gesagt habe, Herr Nils, die Europäer müssen sich stärker auf sich selber besinnen und noch mehr an ihre eigenen Kassen gucken, was sie da noch rausholen können. Ja, sie sind ja dabei, also nicht nur in erster Linie in Deutschland, sondern vielleicht in erster Linie, obwohl auch Brexit passiert ist, auch Großbritannien, aber eben auch Frankreich, sich zu besinnen auf die eigenen Stärken, auf die europäischen Stärken, sogar inklusive der Nuklearwaffen, die die beiden genannten Länder zumindest haben. Also dieses sich freistrampeln ist ja schon im Gange, für mein Gefühl, unabhängig von der Frage, wer in Amerika antritt und wer was verlangt. Überhaupt habe ich immer so das komische Gefühl, warum wird eigentlich nur von sich oder entlang gehangelt an den Forderungen, die aus Washington an Europa kommen, speziell auch an Berlin? Warum wird nicht einmal der Spieß umgedreht und gefragt, wofür gibt ihr das Geld eigentlich aus? Denn die amerikanische Regierung ist zwar die Spitze, bildet die Spitze der NATO, aber hat ja auch eigene außen- und sicherheitspolitische Interessen, die, das kann man ja nicht so kameralistisch auseinanderhalten, durch die NATO mitfinanziert werden. Also die Augenhöhe, die wäre das, was möglicherweise eine Kamala Harris eher herstellt als selbst ein Herr Biden. Die Augenhöhe in den Zielsetzungen, den sicherheitspolitischen zwischen Amerika und Europa. Aber das ist vielleicht bei mir jetzt nur persönlich wishful thinking. Es geht ja nicht nur ums Geld, aber das wäre eine erstrebenswerte, zielführende Vision. Aber Frau Dankwart, erzählen wir denn schon in den Berliner Kassen und im Finanzministerium, wie viel Geld wir möglicherweise zusätzlich brauchen, wenn wer auch immer der neue Präsident ist, sagt, ihr müsst jetzt ein bisschen mehr ausgeben für euch? Nein, in den Kassen zählen wir es nicht, da ist es ja nichts drin, sagt Herr Lindner, und da können wir ja nichts finden. Wir müssen ein bisschen kratzen. Wir müssen noch ein bisschen gucken, wo es herkommt. Ja, das sind jetzt natürlich Dinge, die jetzt auch so in der Ampel-Auseinandersetzung eine Rolle spielen. Da hat sich ja der Verteidigungsminister schon sehr kritisch darüber geäußert, wie sein Etat aussieht, der im Grunde ja auch noch nicht feststeht. Der war grantig. Das Ganze muss ja noch durchs Parlament. Da kann schon sein, dass noch Verschiebungen im großen Stil stattfinden. Wir warten noch eine Steuerschätzung ab, habe ich den Eindruck. Dann ist vielleicht auch noch mal Geld da. Dann werden wir noch mal ein paar pauschale Minderausgaben, noch mal ein paar Milliarden finden. Aber Tatsache ist schon, das ist ein Problem, dass 100 Milliarden sollen. Sonderprogramm ist verplant und wird 28, glaube ich, auch ausgegeben sein. Das 2%-Ziel zu erhalten, muss man dann wirklich gucken, dass das mit einem Etat geht, der dann eben größer sein muss, wobei er schon beträchtlich angewachsen ist in den vergangenen Jahren, dass sich das bemerkbar macht, wo die anderen sparen und dass es natürlich auch dann entsprechend sparen müssen, wenn man nicht Schulden ohne Ende machen kann. Das ist natürlich ein Problem, aber womöglich haben wir nächstes Jahr einen Regierungswechsel und da wird uns die CDU sehr virtuos vorführen, wie man dann doch irgendwie eine Schuldenbremse oder wie man eine Schuldenbremse reformiert, um es vielleicht trotzdem irgendwie anders zu nennen, weil die können ja jetzt auch kein Geld zaubern. Die Wahl im nächsten Jahr ist gerade terminiert, 25. September, glaube ich. 28. September ist sie festgesetzt. Also bis dahin ist nicht mehr lange Zeit, es ist noch ein Jahr und ein paar Monate. Herr Nils, wir müssen uns darauf vorbereiten, dass Frau Kemmler-Harris nicht als nette Frau rüberkommt und sagt, ihr macht das schon alles ganz toll und Olaf Scholz auf die Schultern klopft, sondern die kommt dann schon mit dem Bittzettel. Das könnte sein, aber die Ansätze, die sie hat und die Statements, die sie so abgegeben hat in ihrer Zeit jetzt als Vizepräsidentin und auch vorher schon, ich habe nochmal nachgeguckt, also beispielsweise hat sie 2015 für dieses Iran-Abkommen sich eingesetzt, am Rande nur, da war sie ja nicht so maßgeblich, aber sie hat das gut geheißen, das nenne ich mal konstruktiv, auch weltpolitisch, also ist sie nicht so ahnungslos daran gegangen, wie man hier und da heute es lesen kann, dass sie von Außenpolitik nicht so viel verstünde, das glaube ich so auch nicht. Und dieses und andere Dinge, auch mit Blick auf die Ukraine, erst recht jetzt in diesen Tagen mit Blick auf den Nahostkrieg, lässt hoffen, dass sie ja mit wirklich konstruktiven, gehaltvollen Vorschlägen kommt und möglicherweise auch bereit ist, mit Europa darüber zu reden. Also sie redet Tacheles, sie sagt nicht, sie macht nicht nur Versprechungen, was auch Herr Trump tut. Ich mache innerhalb von einem Tag da die Wende zwischen Krieg und Frieden.
ohne uns zu sagen, wie er es anstellen will. Sie sagt, lieber Herr Netanyahu, die haben sich ja auch getroffen, jetzt in diesen Tagen in Washington, vollziehen Sie erstmal Ihre humanitär-völkerrechtlichen Zusagen und dann reden wir mal weiter und dieser Krieg muss sowieso aufhören und vorher kommen auch die Geiseln nicht zurück. Also sie mischt sich ein mit harten Facts oder mindestens mit klaren Behauptungen und das lässt hoffen, das tut Herr Trump nicht und das hat Herr Biden so sehr auch nicht getan. Der hat vielleicht mehr die amerikanische Devise befolgt, wait and see. Nun ist ja die Frage, wir haben schon angesprochen, wer kommt als zweiter Mann bei den Demokraten? Jetzt machen wir mal das Spiel mit den Namen, wenn es schon welche gibt. Mhm. Wen müsste sie denn nehmen? Sie müsste einen weißen Mann nehmen oder einen Mann mit weißen Haaren? Ja, nicht unbedingt mit weißen Haaren. Vielleicht wäre ja ein jüngerer Mann eher besser, um eben diesen Kontrast deutlicher zu zeigen zwischen ihr und Trump, wobei Trump einen jüngeren Mann genommen hat. Ja, es gibt so einige Namen da, die im Umlauf sind. Die meisten kommen aus diesen entscheidenden Swing States. Es gibt den Gouverneur von Pennsylvania zum Beispiel, Jay Shapiro heißt er, der sehr beliebt ist. Pennsylvania wird wirklich also der wichtigste Bundesstaat in dieser Wahl sein. Und ist bisher Trump-Staat? Entschuldigung? Und ist bisher ein Trump-Staat? Also letztes Mal hat Biden gewonnen, 2016 hat Trump gewonnen. Also an diesen Beispielen sieht man, wie wichtig es ist. Das ist eben Swing State. Genau, und deswegen heißt es Swing State. Genau, und dort wäre es vielleicht etwas schwieriger für sie zu gewinnen, weil es gibt viele sehr starke Trump-Anhänger. Dort war ja das Attentat gegen Trump vor ein paar Wochen, das vielleicht auch also die Sympathie für ihn noch gesteigert hat ein bisschen. Aber es gibt ein paar andere Möglichkeiten, ja, die sie jetzt durchgeht. Ich glaube, dass die Wahrscheinlichkeit ist, dass sie jemanden aus einem Swing State nehmen wird, einen weißen Mann. Es gibt auch den Mark Kelly aus meinem Heimatstaat Arizona, ein ehemaliger Astronaut, der Senator ist. Wäre ja auch eine Möglichkeit. Ist auch so eine Art, so ein Veteran, so ein Held, wenn man so will. Also das wäre, glaube ich, eine gute Wahl für sie. Stellen sich denn, Frau Dankbart, aus diesem Kreis von den paar Namen, die hier schon genannt sind, schon irgendjemand heraus, von dem man sagen könnte, der ist besonders Europa- oder Deutschland-affin? Oder spekulieren wir jetzt erstmal alle herum und werfen die Würfel auf den Tisch nach dem Motto, wird schon was werden? Ich glaube, dass die Wahl danach erstmal geht, wer US-Wählerin und Wähler-affin ist. Also da könnte ich jetzt, also ich kenne die beiden, kenne die Namen, die Sie genannt haben, jetzt nicht so, dass ich sagen würde, die haben ein spezielles Verhältnis zu Deutschland. Also wäre mir jetzt nicht bekannt. Aber wir hatten ja jetzt auch nicht mit der Vizepräsidentin viel zu tun, als Joe Biden Präsident war. Insofern ist es wahrscheinlich für das Verhältnis zu Europa nicht ganz so wichtig. Das ist ja dann auch eher so Binnenverhältnis, nehme ich mal an, um das zu behandeln. Ich will nochmal zurückkommen auf eine Wahlfrage. Ja, was auch spekuliert wurde und wird in diesen Wochen, könnte nicht Biden zurücktreten? Dann würde Frau Kamala Harris in das Amt des Präsidenten automatisch reinrutschen. Und dann? Fragezeichen. Ja, er könnte schon, aber ich glaube nicht, dass er das machen wird. Wir haben seine Rede vor ein paar Tagen gehört aus dem Oval Office im Weißen Haus, wo er ziemlich deutlich gemacht hat, dass er den Rest seiner Amtszeit ordentlich ausführen will und dass er einige Projekte hat, die er zu Ende führen möchte. Vielleicht nimmt er Obama oder Michelle ihn an die Hand. Warum sollte er? Ja, das ist die Frage. Das glaube ich nicht. Nein, ich glaube, für sein Vermächtnis wäre es, glaube ich, auch wichtig, diese Amtszeit, seine erste und letzte, ordentlich zu Ende zu bringen. Abgesehen davon würde das bei Kamala Harris so ein bisschen den Ruch haben, da kommt, du rutscht hier rein, ohne gewählt zu sein, du nimmst dir was, du hast noch keine Vorwahl gewonnen und kommst hier als Präsidentschaftskandidatin zum Zug, jetzt kriegst du das Amt auch noch und so. Ich glaube nicht, dass ihr das unbedingt nützen würde.
Also ich denke, das ist vielleicht besser. Sie kann sich jetzt auf den Wahlkampf konzentrieren. Und Joe Biden, der wird dann als verdienter Demokrat, der er ist nach seinen 50 Jahren, würdig verabschiedet. Ich glaube, dass das Sympathien kostet, wenn man ihn jetzt noch drängen würde. Man hat ja gesehen, wie schwer es ihm fällt, auch diese Kandidatur aufzugeben. Und dann muss man auch mal sehen, wie man mit den... Das, da gibt es, finde ich, nichts zu gewinnen und viel zu verlieren, wenn man so agiert. Sie kann sich auch viel freier bewegen, so glaube ich, im Wahlkampf. Ich auch. Also wird sie nicht diese Last haben. Noch eine Frage, die viele Leute beschäftigt. Es hatte, wieso brauchen die so viele Millionen Dollars für den Wahlkampf? 100 Millionen sind jetzt gesammelt worden, nur in einer Woche. Ja, vor allem für die Werbung, also für die Fernsehwerbung, für Online-Werbung. Als ich das hörte, habe ich auch an meine Zeit in New York gedacht. Und das Langzeitgedächtnis bei Älteren ist ja ausgeprägt, also auch bei mir. Und gelesen hatte ich damals, als der Herr Bloomberg zum Bürgermeister gewählt wurde, dass wirklich ein paar, sicherlich nicht dumme Kollegen, sondern kluge, in den New Yorker Zeitungen errechnet haben, dass pro Stimme für Bloomberg $62 ausgegeben wurden und die anderen hatten eben nicht so viel. Und daran ist etwas, das ist nicht das A und O der ganzen Geschichte. Es ist nicht immer so, dass derjenige, der das meiste Geld einsammelt, gewinnt. Nein. Also sie 2016, Hillary Clinton, Trump. Hillary Clinton ja hat mehr Geld gehabt in ihrer Kriegskasse. Aber es spielt damals eine Rolle. Und es spielt natürlich eine Rolle, aber es ist nicht immer ausschlaggebend für das Ergebnis. Ich wundere mich jetzt, denn ich kriege jeden Tag, vielleicht ihr auch, von Kamala Harris eine E-Mail geschickt. Da steht da drin, Harris wählen oben und unten drunter steht, bitte, wir brauchen Geld. Da fängt das mit $25 an, 25, 50, 75, 150 und alles. Und Trump hat Ihnen noch nicht geschrieben? Nee, noch nicht. Ich habe SMS nicht, aber über Twitter so auf, über den Algorithmus. Aber ehrlich gesagt auch von Trump. Jetzt bin ich ein bisschen irritiert. Also ihr habt nichts bekommen. Harris hat Sie wahrscheinlich als Linken erkannt, als alten Linken erkannt. Und deswegen, Jedenfalls, ich erwähne das so, dass sogar hier bei uns in der Bundesrepublik offenbar eine große Anzahl von Deutschen angeschrieben werden. Durch ein Verfahren, wie auch immer, ist egal. Jeden Tag habe ich das in der Post. Okay. Ja, und ich habe jetzt erstmal angefangen, ob ich auch einen Dollar spenden könnte. Die Antwort war, man kann. Mhm. Ja, viele, die einen Dollar alles spenden, machen auch 100 alles. Dollar. Ist das so üblich in Amerika, dass man direkt von da irgendwie wildfremde Menschen weltweit angeht und sagt... Ja, weltweit weiß ich nicht. Also das höre ich zum ersten Mal, aber... wildfremde Menschen in den USA schon, ja, das ist jetzt gang und gäbe schon seit vielen Jahren online. Das hat auch Bernie Sanders seinerzeit sehr geholfen, dass er diese kleineren Spenden bekommen hat. Und auch Trump lebte lange von kleinen Spenden. Und das ist interessanterweise das, was wir in den letzten Tagen bei Harris gesehen haben, diese 100 Millionen Elections. Ja, aber diese über 100 Millionen, die sie einsammeln konnte, waren ja vor allem ja von normalen Menschen, wenn man so will. Wenn es dabei bliebe, wäre es ja gut, dann ist es ein Stück freie Marktwirtschaft, meinetwegen auch in der Politik. Wenn dadurch ein bisschen reduziert würde, die ja auch drohende Schmutzkampagne, die unlauteren Behauptungen und Lügen letztlich, da ist ja schon die Maschine angeworfen worden. Das wäre dann nicht so gut. Wir sind am Ende der Sendung. Wir werden das weiter beobachten. Das war unsere erste Wahlsendung zur Amerika-Wahl. Das geht jetzt ganz fix, denn im August noch ist der Parteitag der Demokraten. Dann ist Kamala Harris ganz offiziell Kandidatin für das Amt des US-Präsidenten. Der wievielte wäre denn das? 47. 48. 47. Für den 47. Und wir werden auch darüber reden, was denn passiert und wer vor allen Dingen Vizepräsident wird oder Vizepräsidentin. Wird es eine Frau werden nochmal? Ja, da bin ich mir nicht so sicher, aber würde ich Geld darauf wetten, dass es nicht der Fall ist. Ja, ich tippe eher auf einen weißen, mittelalten weißen Mann. Gut, die Demokraten sind ja nicht die Grünen. Die Wetten schließen wir hinterher ab nach der Sendung. Jetzt um den Einsatz. Ich setze auf Pete Buttigieg. Ich bedanke mich. Der heißt der Buttigieg. Ja. Buttigieg, ja. Oder haben wir schon vor 4 Jahren geübt zusammen. Genau, müssen wir noch einmal. Als Sie sagten, der wird Vizepräsident oder der ist im Rennen. Ich bedanke mich bei Thomas Nehls, ARD-Korrespondent in New York, lange Jahre gewesen und jetzt freier Journalist, Matthew Kanitschnik, der einzige Amerikaner, echter Amerikaner in unserer Runde, mit Pass und Geburtsort Arizona. Ja,
und nächstes Mal mit ohne Kauberschuhe heute gekommen. Aber je näher die Wahl kommt, einmal mit Kauberschuhen. Und Christine Dankbar von der Frankfurter Rundschau. Sie müssen jetzt einen schönen Leitartikel schreiben fürs Wochenende, oder? Nee, also wüsste ich nichts, aber wenn, dann würde ich es tun. Das erfahre ich gleich. Sehr gut. Und ich bedanke mich bei Ihnen, dass Sie zugeschaut haben. Wir, das sind die Sender der Gott Media Gruppe mit Sitz in Berlin, das ist Hamburg 1, Hauptstadt TV, Berlin TV und Future TV in Baden-Württemberg. Vielen Dank, dass Sie dabei waren. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Wie immer sonntags 12 Uhr oder in Hamburg 17.15 Uhr. Danke für heute und tschüss.